in der eventuellen Kreisoberliga gut mitspielen zu können. Platz 5 ist den Postlern die Saison nicht mehr zu nehmen. Und die Säulen des Teams bleiben auch bestehen. Und das sind jetzt noch reine Befreiungsschläge von der SG Dynamo. Kein Spielaufbau mehr. Nur noch die hohen, langen Bälle nach vorne. Aber so ist das. In Unterzahl spielend. Stark. Trägt den Ball nach vorne auf Reisenauer. Bekommt den Ball zurück von Reisenauer. Der hat jetzt auf rechts die Zeit. Bringt die Flanke, aber die ist zu schlecht, um einfach eine Torgefahr auszustrahlen. Oder die Hintermannschaft ins Wackeln zu bringen. Einwurf verlängert von Jonoscheid auf Mate. Aber dessen Pass ist einfach wieder nicht energisch genug. Schöner Pass nach vorne. Und dann ist wieder Schmidt da. Immer wieder dieser Schmidt. Der lauert vorne regelrecht immer wieder in Abseitsposition. Auf den Ball, erobert sich die Bälle, sperrt sie immer wieder ab und dann schafft er solche Situationen. Und kriegt jetzt die gelbe Karte. Ich vermute wegen Protestieren, denn auch dafür ist er bekannt. Also sicherlich hat er eine sehr auffallende Spielweise, aber auch einen sehr auffallenden Charakter. Und wie gesagt, der sperrt die Bälle exzellent vorne ab und schafft dann solche Situationen wie eben, als die SG Dynamo fast den Sack zumachen kann und das 1-3 erzielt. Die gelbe Karte gibt es wohl wegen der Kette, die er um den Hals hat. Und die Reinrufe von der Dynamo-Seiten. Stark mal mit einem Versuch. Knapp am Tor vorbei. Da muss man das Ding auch einfach aus der zweiten Reihe mal draufhalten, aber natürlich in Überzahl auch versuchen, so eine Situation einfach mal auszuspielen. Die Überzahl merklich unter Beweis stellen. Und dann kommt der lange Ball. Reisenauer und Waag unterschätzen. Schmidt geht zum Tor und versagt. Ich möchte nicht sagen kläglich, aber es war schon nicht das Optimale, was man daraus machen kann. Da kann er querliegen auf Friedrichsdorf, der ist mitgelaufen, aber er schiebt den Ball wie einen Rückpass dem Torwart in die Arme. Nicht zwingend. Also recht zerfahrenes Spiel jetzt. Jetzt geh mal durch da. Das Spiel geschehen jetzt wieder nur in der Hälfte der Dynamos. Flanke von Waag. Und dann der unmotivierte Einsatz von Mate. Bringt den Freischuss für Dynamo. Der wird schnell und lang ausgeführt.
Aber Christoph Stark kann da Schlimmeres verhindern. Nette Aktion, da der Falkzieher, jedoch ohne Gefahr für den Postschlussmann Marcel Lippmann und der Ball jetzt nach vorne zu treiben. Jonoscheid. Reisenauer, Jonoscheid, Jonoscheid, ehrlich in die Gasse auf Reisenauer. Aber dessen Flanke. Kein Problem für den Dynamo-Schussmann. Und jetzt löst sich natürlich die Hintermannschaft des SV Post auch ein wenig auf. Einfach Simon Wallmann auf den Ausgleich drängt. Und dann gibt es natürlich die Freiräume für die Gäste in Schwarz. Und Daniel Schmidt wieder einen Freistoß rausgeholt. René Kapczyk legt sich da den Ball zurecht. 27, 28 Meter die Distanz zum Tor. Aber der hat einen gewaltigen Schuss. Das ist nicht unmöglich, dass er das Ding direkt draufhaut. Und so ist es auch, aber der Ball fliegt weit über das Tor hinaus. Völlig ungefährlich, dieser Freistoß. So langsam lassen bei beiden Mannschaften natürlich die Kräfte nach. Sehr warm hier in der Arena der Krösnitz, ausverkauftes Haus. Wags, langer Ball nach vorne. Das ist nicht gut ausgespielt, der Schweriner. Dann der Ball auf Mathé von Jonoscheid. Aber das zu wenig. Aber es gibt den Einwurf. Für Post Schwerin. Sauer. Das ist nicht Sauer angenommen, den Ball. Gut, noch eine Viertelstunde zu spielen. Jetzt mal Sauer, völlig frei. Die Flanke. Mohr. Und am langen Pfosten steht Stefan Lippmann. Und der Ball ist drin. Herzlichen Glückwunsch, sage ich nur. 2:2. Schönes Eigentor der SG Dynamo Schwerin. Die haben hier Gästegeschenke also mitgebracht.